In diesem Thema geht es jetzt um das TCP, also das Transport Control Protocol. Das ist ein Beispiel für ein Protokoll, das am ISO OSI Layer 4 angesiedelt ist, beziehungsweise im Department of Defense Modell auf der dritten Ebene von unten. Und das im konkreten Fall im Internet dazu eingesetzt wird, von einer verbindungslosen Paketvermittlung zu einer verbindungsorientierten Paketvermittlung überzugehen. Wenn wir uns erinnern, was das bedeutet, das haben wir in den einführenden Videos schon mal besprochen. Das bedeutet, dass wir jetzt für die beiden kommunizierenden Hosts sicherstellen können, dass sich die Pakete, die ausgetauscht werden, dass die tatsächlich übertragen werden, dass da kein Fehler aufgetreten ist, dass wir sicher sein können, dass sämtliche Daten angekommen sind. Das TCP gliedert sich wieder in vier einzelne Teile. Das ist einmal Grundlagen, kommen wir gleich dazu. Dann werden wir uns wieder den Aufbau des TCP-Pakets anschauen. Verbindungsauf- und Abbau. Das TCP, haben wir gerade gesagt, ist ein verbindungsorientiertes Protokoll. Deswegen müssen wir im TCP auch eine Verbindung aufbauen und die am Ende der Übertragung wieder abbauen. Und am Ende noch die Segmentierung und Sicherstellung der zuverlässigen Übertragung. Das heißt, wie wir jetzt wirklich sicherstellen können, dass jedes Paket durchgegangen ist. Wir haben ja vorhin gerade gelernt, einerseits ist das IP unzuverlässig, das darf jederzeit Pakete wegschmeißen, aber nicht runter. Im Ethernet wird auch nicht garantiert, dass das Paket tatsächlich zugestellt wird. In anderen Übertragungstechnologien ist es ähnlich. Das heißt, wir wissen nie, ob unser Paket tatsächlich ankommt. Die darüberliegenden Protokolle möchten das gern zuverlässig haben. Also wir wollen, wenn wir eine Webseite mit HTTP anfordern, sicher sein, dass der gesamte Content kommt. Und dafür brauchen wir, wie gesagt, das TCP. Das TCP, wenn wir da auf den Grundlagenteil schauen, habe ich schon gesagt, versucht, die Verbindung möglichst zuverlässig zu machen. Das heißt, die kümmert sich nicht nur um die Absicherung der Übertragung, sondern die hat auch einen ganz einen wesentlichen Teil auf den beiden kommunizierenden Hosts zu tun. Also da gibt es Software-Implementierungen dementsprechend wieder dazu, die relativ aktiv in die Datenübertragung eingreift. Die versucht nämlich ständig auszutesten, was ist denn die maximale erreichbare Geschwindigkeit, mit der wir Daten senden können, ohne dass es zu Fehlern kommt. Versucht, wenn es dann zu vermehrten Fehlern kommt, die Geschwindigkeit wieder ein bisschen zurückzunehmen und tastet sich so ans optimal Erreichbare dran. Zusätzlich muss die sich auch darum kümmern, dass wir auf den darunterliegenden Ebenen nicht zu viel Fragmentierung haben. Kommen wir später noch dazu. Letztendlich ist sie nur dafür zuständig, dass über ein und dieselbe IP-Verbindung, wir haben ja am Rechner genau eine IP-Adresse, die unterschiedlichsten Anwendungen auf das Internet zugreifen können. Also so eine Art Multiplexing, also ein Zusammenführen unterschiedlicher Datenströme in eine Datenverbindung, die tatsächlich rausgeht. Wir möchten schon gleichzeitig im Websurfen können, irgendwelche Daten runterladen und unsere E-Mails checken. Damit das funktioniert und wie das funktioniert, schauen wir uns noch an. Darum kümmert sich eben die TCP-Implementierung auf Ebene 4 des 7-Schichten-Protokolls. Des 7-Schichten-Modells. Vieles, was das TCP ausmacht, sehen wir wiederum schon in dem Aufbau des TCP-Paketes, das wir uns jetzt wieder anhand dieser Grafik anschauen. Auch hier wieder das ist die dritte Schicht, das ist fast ein Zwiebelschalenmodell in unserer Briefmetapher. Wir haben ein Ethernet-Kuvert, wo die Daten drinnen stecken. Da drinnen steckt ein Kuvert, das für das IP-Protokoll vorgesehen ist, also ein IP-Kuvert, das adressiert ist an den jeweiligen Empfänger. Und noch eins weiter drinnen steckt dann ein TCP-Kuvert, wo wiederum weitere Daten draufstehen, die dann für die Datenübertragung innerhalb des Rechners zuständig sind. Die erste Zeile, die wir da sehen, und dann kommen erst recht wieder die Nutzdaten innerhalb dieses IP-Paketes. Und werden wir dann sehen, bei den Anwendungen gibt es wiederum Protokolle, die einen Header haben. Das heißt, da kommt nur eine Schicht
weiter dazu, bevor wir zu den tatsächlichen Nutzdaten kommen. Wenn wir aber beim TCP bleiben, dann sehen wir gleich in der ersten Zeile den Source Port und den Destination Port jeweils 2 Byte, 16 Bit, also maximal 65.000 Ports festzulegen. Und der Port ist dieser Mechanismus, den wir für dieses Multiplexing unterschiedlicher Anwendungen verwenden. Man kann sich das, wenn wir bei unserer Post-Analogie bleiben, so vorstellen wie Raumnummern. Wenn die IP-Adresse, die im IP-Paket außen drauf steht, die Hausnummer wäre, also Straße und Hausnummer, die Adresse innerhalb einer Stadt oder innerhalb eines Landes, in dem Fall halt weltweit, weil eine IP-Adresse weltweit eindeutig sein soll, dann wäre der Source-Port und der Destination-Port die jeweilige Raumnummer innerhalb des Gebäudes. Um das kümmert sich die Post an sich nicht mehr. Die Post ist jetzt bei uns die IP-Implementierung. Der ist egal, an welchen Raum das genau geht. Das stellt einfach bei der Posteingangsstelle die gesamte Post fürs Gebäude zu. Die Ports sind dann innerhalb des Gebäudes wichtig. Die kennzeichnen nämlich, an welchen exakten Empfänger, an welchen Raum im Gebäude die Poststelle, also innerhalb des Rechners dann die Implementierung von TCP in dem Fall, diese Daten zustellen soll. So, diese Ports sind grundsätzlich innerhalb dieser 65.000 Varianten oder Möglichkeiten, die es gibt, grundsätzlich frei wählbar, aber auch hier gibt es wieder standardisierte Ports. Und zwar sind die ersten 1024 reserviert und teilweise standardisiert. Dort werden nämlich sogenannte Well-Known Ports, also Ports festgelegt, an denen üblicherweise bestimmte Dienste festgelegt oder angeboten werden von einem Server. Damit man auch weiß, wenn man den Server noch nicht kennt und man gerne eine Webverbindung, Worldwide Webverbindung aufbauen möchte, dann weiß man, dass man sich im konkreten Fall beim www, also bei HTTP als Protokoll, das dem www zugrunde liegt, an Port 80 wenden muss. Der ist so festgelegt und es ist Konvention, dass ein Webserver grundsätzlich immer auf Port 80 läuft. Der kann auch auf einen anderen Port laufen, dann muss der Anfragende das aber wissen. Wenn man in dem Browser einfach nur die IP-Adresse eingeben, dann fragt der standardmäßig bei Port 80 nach. Das gleiche gibt es für E-Mail, das gleiche gibt es für FTP und für beliebige andere Dienste sind da die Ports festgelegt. Den Port 80, mit dem hat man es immer wieder zu tun, den sollte man sich vielleicht auch merken. Das gehört zum Allgemeinwissen, würde ich sagen, des Informatikers. Grundsätzlich ist es dann so, dass es wiederum einen Source- und einen Destination-Port gibt, weil ja der Webserver, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, auch wissen muss, an wen innerhalb des Rechners er seine Antwort schicken soll. Ihr habt es wahrscheinlich schon mal mit Tabs gesurft, das heißt mehrere Webseiten gleichzeitig offen gehabt. Da möchte man nicht, dass die Daten zwischen diesen Tabs irgendwie sich in die Quere kommen. Dementsprechend wird jeder einzelnen Verbindung, jedem einzelnen Tab ein eigener Port zugewiesen. Das macht die TCP-Verbindung selbstständig. Da gibt es wieder einen Bereich in den Portadressen, die genau für diesen Zweck reserviert sind, wo sie die Rechner frei eine zufällig rausgreifen können und die dynamisch einen Prozess, der gerade läuft, kommen wir wieder zu den Prozessen zurück, die wir ganz zu Beginn besprochen haben, wo gerade auch so ein Prozess läuft, die dem zuordnen können, solange er benötigt wird und dann wieder wegnehmen können und zurück in den Pool geben und wenn man das nächste Mal brauchen, kann man wieder mit rausnehmen. Aber wie gesagt, die unteren 1024 sind reserviert. Dort sollte man nicht irgendwas anderes anbieten als das, was standardisiert festgelegt ist. Alles, was darüber liegt, kann. Also dann gibt es nochmal einen Bereich, der für andere Serverdienste verwendet werden kann. Da fällt zum Beispiel der, wenn man das schon mal gesehen hat, der Port 8080 mit rein, auf dem normalerweise ein Tomcat-Server, also ein Web-Service-Container für dynamische Webseiten oder ein GSP-Server, halt ein Servlet-Container, so würde ich sagen, ein Servlet-Container läuft, über den auch Web-Services angeboten werden können, so gehört es eigentlich richtig gesagt, der läuft standardmäßig auf Port 8080. Das ist außerhalb dieses standardisierten Bereichs, weil das eben nicht fix festgelegt ist, aber es ist ein sehr gängige Applikation, Apache Tomcat,
und der läuft standardmäßig auf Port 8080. Und erst drüber, wenn man jetzt nicht alles das stellt, vom Skriptum ab 32.000, also bei der Hälfte, hat man dann die Ports, die für den Verbindungsaufbau als Source-Port frei dynamisch zugeordnet werden kann. So viel zu den Ports. Also das ist dieser Mechanismus, deswegen so ausführlich, weil das der Mechanismus ist, der das Multiplexing nach oben hin schafft. Also im Gegensatz zu den anderen Protokollen, die wir bisher besprochen haben, die haben immer ein Protokollfeld gehabt, wo man fix vordefinierte Nummer für das darüberliegende Protokoll eingetragen hat, gibt es jetzt da die Zuordnung über die Ports und da wird eben nicht nur der Empfänger adressiert, sondern auch der Sender mitgenannt. Hoppla. Die restlichen Felder, die sind im Wesentlichen dafür da, dass wir die sichere Datenübertragung sicherstellen können. Also dass wir sicherstellen können, dass die Pakete auch wirklich vollständig angekommen sind. Und das Erste, was wir dazu brauchen, wir werden dann bei der Paketsegmentierung nochmal drüber sprechen. Nennt sie nicht Fragmentierung, sondern Segmentierung im Fall von TCP. Dazu brauchen wir die Sequence Number. Die Sequence Number ist eine laufende Nummer, die pro Paketsegment, also pro TCP-Paket, das übermittelt wird, TCP-Pakete, die zusammengehören, eben raufgezählt wird, sodass man erstens wissen kann, ob die Pakete in der richtigen Reihenfolge angekommen sind und zweitens wissen kann, ob irgendwo am Weg ein Paket verloren gegangen ist. In der nächsten Zeile damit verbunden die Acknowledgement-Nummer. Wir kommen dann bei der konkreten Übertragung nochmal detaillierter dazu. An dieser Stelle nur, das schickt der Empfänger jeweils zurück und sagt, okay, ich habe das Paket bekommen. So stellen wir nämlich sicher, dass die Pakete wirklich angekommen sind, indem für jedes übertragene Paket eine Bestätigung zurückgeschickt wird. Die Felder, die danach kommen, die sind wieder von dynamischer Größe, so wie beim letzten Mal. Also bei beiden anderen Protokollen haben wir dann dieses Padding gehabt. Da funktioniert es jetzt, gibt es auch das Padding, aber nur mehr Zusatzinformation, das ist der sogenannte Offset, der sagt von dieser Stelle aus, wie viele Daten kommen denn noch im Header und wo fangen die Nutzdaten tatsächlich an. Dann gibt es ein paar reservierte Felder, die für zukünftige Versionen einfach freigehalten werden. Die werden normalerweise auf 0 gesetzt. Und dann gibt es ein paar Flags wiederum, die da beschrieben sind. Ein Flag ist eine Reihe von einzelnen Bits, also eine Flagge, die man setzen kann, damit der jeweils Empfangende weiß, um was für eine Art von Paket es sich handelt. Im Konkreten brauchen wir diese Flags, um wiederum diesen Verbindungsaufbau und die Absicherung sicherstellen zu können. Wir können nämlich sagen, dieses Paket, das ich da gerade schicke, ist zum Beispiel ein Acknowledge-Paket. Das muss nicht notwendigerweise dann Nutzdaten enthalten, kann Antwortdaten auch mit enthalten, kann das Datenpaket dann doppelt nutzen, aber nur wenn das Acknowledgement Flag gesetzt ist, dann berücksichtigen wir überhaupt die Daten, die in diesem Acknowledgement Feld drinnen stecken. Dann haben wir noch RST, Reset, Syn und Finalize, das sind die drei Flags, die wir für den Verbindungsaufbau brauchen, schauen wir uns dann noch ein bisschen an. Das Urgent Flag, mit dem kann man wieder Prioritäten sicherstellen, genauso wie das Push Flag, mit dem können wir anfordern, dass ein Datenpaket sofort übertragen werden soll. Sofort übertragen deswegen, weil TCP, damit diese Datenübertragung zuverlässig vonstatten gehen kann, und dieses Multiplexing vor allem dazu der einzelnen Anwendungen funktioniert, einen Sende- und einen Empfangspuffer
vorhält, das heißt, sendet nicht sofort alle Daten, sondern buffert zuerst einmal, also füllt sich eine Warteschlange an und sendet dann die Daten raus. Und mit dem Push-Flag kann man sagen, die Daten sollen jetzt bitte nicht in den Buffer, sondern die sollen direkt weggesendet werden. So viel zu den Flag. Das Receive-Window-Feld, wenn wir da wieder zurückgehen, das braucht man, um festzulegen oder um der Gegenstelle mitzuteilen, wie viele Daten wir gerade empfangen können. Wir haben gesagt, es gibt nicht nur den Sendepuffer, es gibt auch den Empfangspuffer. Nur wenn die Daten abgeholt worden sind, also wenn die Daten schon vollständig vorliegen, kann ich ja dann dem Empfänger zustellen. Wir haben gesagt, die werden vielleicht unterteilt. Das sind unterschiedliche TCP-Pakete, die man dann wieder zusammensetzen muss. Und nur wenn man alle empfangen hat, dann kann man es aus dem Eingangskorb mehr oder weniger aus dem Puffer rausnehmen, zusammensetzen und ausliefern. Irgendwann ist dieser Puffer voll und dementsprechend kann der Empfänger mit diesem Window-Feld mitteilen, wie viele Bytes man ihm übermitteln darf. Dann gibt es wiederum eine Checksumme, um sicherzustellen, da sind jetzt die Nutzdaten mit gemeint, um sicherzustellen, das ist da beschrieben, um sicherzustellen, dass die Daten fehlerfrei übertragen wurden, also nicht wie bei IP, wird ja nur über den Header berechnet, hier wird es wieder über die gesamten Daten berechnet, und wenn die nicht zusammenstimmt, dann muss das TCP-Paket in dem Fall jetzt nicht nur verworfen, darunter haben wir es immer nur verworfen, sondern in dem Fall neu angefordert werden. Den Urgent Pointer diskutieren wir jetzt nicht näher, den braucht man für diese prioritäre Übermittlung und also in der Praxis kommt der auch ganz selten vor und auch das Option-Feld diskutieren wir nicht näher, da kann man noch zusätzliche Informationen rein stecken, das kann beliebig lang sein, deswegen braucht man diesen Offset vorne, damit wir wissen, wo dann tatsächlich die Nutzdaten anfangen. So viel zum TCP-Paket, da war jetzt schon viel dabei, was man wissen muss, vor allem wichtig zu merken, dieses Multiplexing und auch schon die Felder, die wir brauchen, um diesen Verbindungsaufbau, Abbau und das Sicherstellen der Datenübertragung zu implementieren. Wie das genau funktioniert, schauen wir uns jetzt im nächsten Schritt an. Wir haben ja gesagt, TCP ist ein verbindungsorientiertes Protokoll. Es wird also sichergestellt, dass alle Daten tatsächlich übertragen wurden. Und nachdem wir verbindungsorientiert unterwegs sind, muss die Verbindung zu irgendeinem Zeitpunkt, nämlich zu Beginn, aufgebaut und am Ende wieder abgebaut werden. Dazu gibt es im TCP einen ganz spezifischen Ablauf jeweils, also ganz bestimmte Pakete, die zwischen den kommunizierenden Partnern Hosts ausgetauscht werden müssen. Und die schauen wir uns ganz kurz anhand der Grafik, die wir da haben. Grundsätzlich ist es so, dass man die Felder im TCP-Header dafür verwenden. Also da werden ein paar Pakete ausgetauscht, die noch gar keine Nutzdaten tragen, aber in den Header-Feldern entsprechende Informationen gesetzt haben. Wichtig im Hintergrund, im Hinterkopf zu behalten, jedes dieser TCP-Pakete verursacht wiederum ein IP-Paket, mindestens. Im Normalfall passt gerade diese Startpakete sind nicht so groß, die passen in ein IP-Paket rein. Das wiederum verursacht Ethernet-Datenverkehr, also das löst eine Lawine an weiteren Aktivitäten jeweils auf den darunterliegenden Schichten aus, von denen merkt das TCP aber grundsätzlich gar nichts. Das übergibt also nur an die IP-Ebene das vorbereitete Paket und sagt, pack das bitte ein und schick es weiter. Das erste, was das TCP beim Verbindungsaufbau machen muss, ist der Client, also der, die Verbindung aufbauen will, der schickt ein Paket mit dem gesetzten SYN-Flag an den Server. Man spricht eben von einem SYN-Paket und legt damit eine Startsequenznummer fest. Wir haben ja vorher gesagt, es gibt dieses Sequenznummernfeld. Und in diesem Sequenznummernfeld zählen wir die Anzahl der Datenpakete, die übertragen worden sind, einfach immer wieder hinauf, dass wir feststellen können, immer um 1 inkrementiert pro Paket, dass wir feststellen können, haben wir alle Pakete bekommen, sind sie irgendwie aus der Reihenfolge geraten, ist irgendwo was verloren gegangen. Mit diesem SYN-Paket wird festgelegt, wo wir zu zählen beginnen.
Das kann der Client grundsätzlich einmal frei wählen. Der Server schickt zurück ein Paket, in dem sowohl das SYN als auch das Acknowledge Flag gesetzt sind. Man spricht von einem SYN-ACK-Paket. Was der jetzt macht, ist einerseits das SYN-Paket des Clients zu acknowledgen, indem er im Acknowledge-Feld die Sequenznummer plus 1 einträgt. Das ist so festgelegt. Und seinerseits selbst eine Sequenznummer für die Pakete, die er schickt, festlegt. Also das ist nicht die gleiche, das ist eine andere Nummer, die kann der Server wiederum frei wählen, die muss sich dann der Client merken. Das heißt, wir haben also dieses X, das ist die Sequenznummer des Clients, die immer wieder aufgezählt wird, und wir haben das Y, das ist die Sequenznummer des Servers. Damit der Server jetzt weiß, dass der Client das auch ordnungsgemäß erhalten hat, muss der Client jetzt wieder eine Antwort zurückschicken. Der acknowledged jetzt das Paket, das er vom Server als SYN bekommen hat, also diese Sequenznummer Y acknowledged er jetzt und sagt, und das ist jetzt das Paket mit der Sequenznummer X plus 1. Also im Acknowledge steht immer drinnen, was der Empfänger als nächste Sequenznummer erwarten würde. In der Sequenznummer steht immer die tatsächliche Nummer mit drinnen. Und dann kann erst der eigentliche Datenverkehr beginnen. Man spricht, es sind drei Kommunikationen, wir haben es gesehen, man spricht von einem Drei-Wege-Handshake und nur mit dem ist gewährleistet, dass beide Gegenstellen oder beide kommunizierenden Stellen wissen, dass die jeweilige Gegenstelle bereit ist, für in den verbindungsorientierten Datenaustausch einzusteigen. Brauchen wir also alle drei Kommunikationen, werden insgesamt drei Pakete ausgetauscht und dann steht die Verbindung einmal. Also dann ist sie aufgebaut, dann können wir sie nutzen, um Daten auszutauschen. Wie das funktioniert, schauen wir uns im nächsten Schritt an. Vorher aber noch ganz kurz der Verbindungsabbau. Der funktioniert gleich, auch wieder drei Wege, und anstelle des SYN-Pakets, das wir vorher genutzt haben, nutzen wir jetzt das sogenannte FIN-Flag und sprechen von einem FIN-Paket. Der abbauen möchte, das kann der Client oder der Server sein, das ist nicht festgelegt, der schickt ein FIN-Paket mit seiner Sequenznummer, mit seiner aktuellen. Die jeweilige Gegenstelle, also Client oder Server, je nachdem wer mit dem Abbau begonnen hat, schickt ein Acknowledge über dieses FIN-Paket und seinerseits ein FIN-Paket. Da gibt es zwei Möglichkeiten, das kann man separat schicken, dann werden vier Pakete ausgetauscht, so wie es da aufgezeichnet ist, oder man kann das Acknowledge und das FIN wieder wie beim Verbindungsaufbau kombinieren. Der Client oder der Server, also der den Verbindungsabbau ausgelöst hat, der muss wiederum ein Acknowledge schicken, damit die Gegenstelle weiß, dass die Verbindung jetzt ordnungsgemäß abgebaut ist. Nach diesem Kommunikationsablauf ist die Verbindung abgebaut. Die Ports können wieder freigegeben werden, das ist in dem Fall wichtig. Die dynamisch zugehörten Ports werden zurückgeworfen. In der Port 80 ist wieder verfügbar für andere Verbindungen, zum Beispiel auf Serverseite. Und wir sind sicher, dass wir keine weiteren Daten erwarten würden. Wenn da jetzt noch Daten kommen würden, die zu dieser Verbindung dazugehören, dann wären die einfach verworfen, weil sie nicht zugeordnet werden können. So viel zum Verbindungsauf- und Abbau. Und jetzt geht es nur um die eigentliche Datenübertragung. Bei der Datenübertragung geht es jetzt darum, dass das TCP sich darum kümmert, dass sämtliche Daten, die von den unterschiedlichen Applikationen einströmen, so aufbereitet werden, dass sie übers IP dann übertragen werden können und eben dass sichergestellt wird, dass für jede Anwendung auch tatsächlich sämtliche Daten an der Gegenstelle angekommen sind. Es ist jetzt so, dass im TCP wiederum eine maximale Paketgröße festgelegt ist, die ist üblicherweise 1500 Byte. Das ist wieder weniger als beim IP, wo wir gesagt haben, da gingen ja grundsätzlich
64 Kilobyte rein, also da könnte man viel mehr übertragen. Aber passt ganz gut zu der üblichen darunterliegenden Übertragungstechnik, nämlich den Ethernet, wo wir auch gesagt haben, maximal 1500 Byte Nutzdaten. Im TCP muss man jetzt natürlich, oder jetzt muss man natürlich nur mitrechnen, dass da der TCP-Header dazu kommt, dass da der IP-Header nur dazu kommt und erst dann wir auf diesem 1500 Byte Nutzdaten sind. Das heißt, üblicherweise haben wir eine maximale Paketgröße am Rechner festgelegt von 1460 Byte. Das wird im Rechner so eingestellt. Das kann man in den Netzwerkeinstellungen konfigurieren, habe ich vorher schon mal erwähnt. Wenn man da die beiden Header, die dazukommen, mitrechnet, dann passt das in ein Ethernet-Frame und vermeidet damit auf IP-Ebene die Fragmentierung, von der wir ja vorher gesagt haben, dass sie sehr ungünstig ist, wenn man die immer wieder haben für die Übertragungsrate, weil das einfach für die beteiligten Router auf dem Übertragungsweg irrsinnig aufwendig ist und Verzögerungen verursacht. Also man passt die Paketgröße schon an die Standardübertragungstechnologie, mit der man oft zu tun hat, nämlich das Ethernet mit an. Jetzt ist aber ja so, dass auf der darüberliegenden Anwendungsebene sich niemand darum kümmert, dass man irgendwie 1500 Byte oder 1460 Byte Elemente haben möchte, sondern da wird halt, bleiben wir bei HTTP, wird auf einer Webseite ein Bild angefordert und dieses Bild hat halt vielleicht 300 Kilobyte. Dann ist es die Aufgabe des TCP, diese Datenmenge, diese 300 Kilobyte, diese Datei, die von HTTP geschickt wird, so zu unterteilen, dass sie in einzelne Pakete, in einzelne IP-Pakete und dann darunter liegend Ethernet-Pakete reinpasst. Man nennt es Segmentierung beim TCP. Beim IP haben wir gesagt, wäre das die Fragmentierung. Das kann auf dem Übertragungsweg immer nur passieren, wann die Übertragungseinheit auf einmal kleiner ist, die 1460 Byte werden. Bei TCP wird das aber ganz absichtlich gemacht. Bei IP möchte man es verhindern, bei TCP muss man es machen, weil eben die Datenmenge, die von den darüberliegenden Protokollen angefordert wird oder übertragen werden möchte, überhaupt nicht abschätzbar ist. Also da ist es Bestandteil der üblichen Funktion. Deswegen brauchen wir diese Sequenznummern, weil jedes Segment dann einmal laufende Nummer kriegt und nur wenn sämtliche Segmente angekommen sind, können die wieder zu dem HTTP-Response, wo das Bild drinnen steckt, auf der darüberliegenden Ebene zusammengesetzt werden und dann dem Browser übergeben werden zur weiteren Verarbeitung. Das funktioniert jetzt so, dass die Anwendungen also auf den darüberliegenden Ebenen in den sogenannten TCP-Buffer reinschreiben. Wir erinnern uns an das Window, das festgelegt wird. Das hat was mit dem Buffer zu tun, nämlich die Frage, wie viel Platz denn in diesem Aus- und Eingangspuffer oder in dem jeweiligen Eingangspuffer gerade ist. Funktioniert also so, dass die Anwendung in den Buffer reinschreiben. Da habe ich den Datenblock und der wird bereits segmentiert. Der wird segmentiert in die Elemente, die im Betriebssystem festgelegt sind, also in der Größe, die im Betriebssystem festgelegt sind, üblicherweise also diese 1460 Byte, die wir vorhin gehabt haben. Und dann kommt die TCP-Software und holt sich diese Daten aus dem Puffer ab. Die kümmert sich jetzt dann nur darum, dass der jeweilige Header dazu kommt. Das ist dieser graue Block, den wir da in den Elementen sehen. Also holt sich die Elemente nach der Reihe, fügt den Header dazu. Das sehen wir da bei den 1, 2, 3. Das ist der Header und dann wird es übertragen. Wenn es übertragen wird, wenn es ankommt auf der anderen Seite, wird der Header wieder weggenommen. Die einzelnen Datenpakete werden ausgewertet und dann in den jeweiligen Puffer der Anwendung geschrieben. An dieser Stelle wichtig, die TCP-Software kann natürlich mit einem Puffer pro Verbindung umgehen. Das heißt, es gibt für jede Kombination
oder für jeden Port, für jede Anwendung damit, die gerade Kommunikation für einen eigenen Puffer und die TCP-Software holt sich das aus den unterschiedlichen Puffern ab und fügt den jeweiligen Header dazu. Und wann die Daten angekommen sind, dann kann man es im Puffer wieder zusammensetzen und die Anwendung, die Empfängeranwendung, kann den Datenblock dann lesen. In dem Fall noch nicht, weil wir uns nur welche fehlen, also nicht 1, 2, 3. Wir brauchen noch den 4 und den 5, dass wir das gesamte Datum erhalten haben. So, jetzt müssen wir uns vielleicht nur diese Übertragungsstrecke genauer anschauen, weil es gibt ja da nicht nur die eigentliche Datenübertragung hinunter, sondern in der TCP-Verbindung selbst gibt es ja wieder den Rückkanal mit den Acknowledge-Elementen. Das funktioniert jetzt folgendermaßen, sehen wir jetzt da. Bisschen unglücklich dargestellt an dieser Stelle, der Sender ist jetzt rechts, der Empfänger ist links. Der Sender, wir sind hier, der Sender hat einen Sendepuffer oder einen Sendepuffer auf Englisch mit 5 Datenpaketen, die er rausschicken muss und steht zu Beginn an der ersten Stelle, also vor der Übertragung des ersten Segments. Das schickt er, also das ist der oberste Pfeil hier, das mit den Sequenzdaten 1, das funktioniert so nicht, wir probieren das so. Reicht es vielleicht einmal an. Da an dieser Stelle sind wir. Wir übertragen das erste Paket. Der Empfänger bekommt es, wir sind hier, und bestätigt den Empfang des Paketes, indem er sagt, ich bestätige, dass ich 1460 Byte empfangen habe und das nächste, was ich erwarte, wir erinnern uns, das ist immer um 1 inkrementiert, wäre das Byte mit der Nummer 1461. Und schickt seine eigene Sequenznummer mit, das ist in dem Fall die Nummer 1. Der Sendepuffer rückt um diese 1460 Byte nach vor und ist damit am Beginn des zweiten Bytes. Schickt die kommen an und geht jetzt davon aus, und jetzt kommen wir zum Punkt, den wir noch nicht besprochen haben, geht jetzt davon aus, dass die Pakete schon richtig ankommen werden. Er bekommt ja diese Window-Information, wie viel Platz ist, und schickt damit schon einmal ein bisschen mehr Daten, als er schon bestätigt bekommen hat. Ich habe vorher gesagt, das passt sich von der Übertragungsgeschwindigkeit an die Fähigkeiten einerseits der Übertragungsstrecke, aber auch an die Fähigkeiten des Empfängers. In dem Fall testet er aus, es kann jetzt ein zweites Paket schon schicken, kommt es an. Schickt also gleich, ohne dass er Acknowledge bekommen hat, ein zweites Paket mit raus. Ja, also das ist jetzt das Paket mit der Nummer 3. Und wir nehmen jetzt an, unglücklicherweise, dass das verloren geht. Dann schickt er auch gleich noch ein viertes Paket mit raus. Das kommt wieder an. Und jetzt hat der Empfänger schon ein Problem. Der hat nämlich die Pakete mit der Nummer 1, 2 und mit der Nummer 4 erhalten. Das Paket mit der Nummer 3 fehlt ihm. Der weiß jetzt natürlich noch nicht, dass das wirklich verloren gegangen ist, sondern der kann ja immer nur davon ausgehen, oder es kann ja immer noch sein, dass dieses Paket auf einer anderen Route übertragen wurde und vielleicht später eintrifft. Dann kann er es ja nur an der richtigen Stelle des Puffers einfügen. In der Zwischenzeit sendet der Sender noch das fünfte Paket, das kommt da, und das empfängt unser Empfänger, unser Server in dem Fall, wieder. Und jetzt hat er das Problem, dass er die Sequenzdaten oder dass er das dritte Paket immer noch nicht erhalten hat. Jetzt schickt er dann einmal Acknowledge, also er läuft in einen Timer, der sagt, jetzt warte ich nicht mehr länger auf das dritte Paket und schickt ein Acknowledge für die Daten, für die ersten beiden Pakete, also die 1921, die da stehen, das sind nur die Datenmengen für die ersten beiden Pakete. Damit weiß der Server, dass beim dritten Paket irgendwas schiefgegangen ist und schickt dieses dritte Paket noch einmal, Segment 3 wird noch einmal verschickt, steht hier. Jetzt hat der
Empfänger die Lücke gefüllt und schickt jetzt nicht nur ein Acknowledge schon für das dritte Paket, sondern ein Acknowledge für sämtliche Pakete, die er jetzt empfangen hat. Also jetzt sind wir auf einmal bei 7301 im Acknowledge und damit weiß der Sender, dass sämtliche Daten angekommen sind. Also man schafft so einen Mechanismus, mit dem man verloren gegangene Daten neu anfordern kann. Wie lange die jeweilige Gegenstelle mit dem Acknowledge wartet, ist eine Konfigurationsfrage. Muss man sich anschauen. Ja, je öfter das ihr Acknowledge schickt, desto schneller bemerke ich, dass ein Fehler aufgetreten ist. Verursacht aber natürlich auch unnötigen oder mehr Netzwerkverkehr, mehr Overhead, den man dann auch vermeiden möchte, und man tastet sie, das habe ich vorhin gemeint, mit der Übertragungsgeschwindigkeit dann an das heran, was die Leitung und die Gegenstelle gerade noch aushält. Wie das exakt funktioniert, sogenannte Sliding Window und das Slow Start, das sprengt jetzt den Rahmen der Vorlesung hier. Auch da wieder bitte nachlesen, wenn es von Interesse ist. An dieser Stelle soll uns das grundlegende Verständnis dieses Senden und Acknowledge, gegenseitiges Acknowledge und Nachfordern von Paketen so ausreichen, wie es da in diesem Beispiel angeführt ist. Es ist da nochmal kurz zusammengefasst, wie diese Flusskontrolle und die Überlaststeuerung funktioniert. Würde jetzt an der Stelle nicht näher drauf eingehen. Wie gesagt, es wird die Geschwindigkeit gesteigert, so lange bis vermehrt Fehler auftreten. Vermehrt Fehler auftreten heißt, es kommen keine Acknowledge-Pakete mehr zurück oder es werden die gerade gesendeten Daten nicht mehr acknowledged. Dann fährt man mit der Sendegeschwindigkeit wieder ein bisschen runter, sodass man sie sukzessive einpendelt am erreichbaren Optimum für die aktuelle Verbindung. Das soll es schon wieder gewesen sein für TCP. An dieser Stelle nur wieder wie immer die Zusammenfassung, was wäre euch jetzt wichtig, sich zu merken. Erstens auf jeden Fall dieser Multiplexing-Mechanismus. Also wieder das Paket, das die Paketheader werden immer komplizierter, nicht auswendig lernen. Ganz wichtig aber an dieser Stelle dieser Port, diese Port-Funktionalität, die dafür sorgt, dass unterschiedliche Anwendungen die gleiche Internetverbindung nutzen können am gleichen Host. Das sollte man auf jeden Fall verstanden haben und erklären können. Darüber hinaus sollte man wissen, wie der Verbindungsauf- und Abbau bei dieser verbindungsorientierten Kommunikation im TCP funktioniert, dass das ein Drei-Wege-Handshake ist und wieder implementiert ist jeweils. Und dann natürlich, warum es sowas wie Segmentierung braucht, wie die funktioniert und wie dann sichergestellt wird, dass sämtliche Segmente übertragen worden sind. Wenn man das erklären kann, dann reicht es auf jeden Fall aus, um TCP verstanden zu haben.